Okay, zurück bei Deathgate. Ich habe jetzt mal offline ein bisschen rumprobiert, weil ich habe befürchtet, dass, wie ich gesagt habe, es gibt ein Zeitlimit. Und ich habe jetzt ein bisschen durchprobiert, hat ewig gedauert, also ich bin schon fast verzweifelt manchmal. Weil man muss bestimmte Dinge richtig tun und ein Rätsel hier ist ein bisschen knackig, obwohl es eigentlich relativ einfach ist, wenn man drauf kommt. Also ich versuche mal, dass ich das nochmal hinbekomme. Also das mit dem Tisch schieben war schon richtig, wie gesagt. Ne? Man geht dann halt drauf und guckt sich den Kontinent an. Aristagon. Diesmal ist es ein anderer von, was nämlich Shegra, ne? Weil ich jetzt neu geladen habe. Aristagon. Ist nämlich wichtig aufzuschreiben, wie der Kontinent heißt. Ich habe mir das aufgeschrieben. So, dann gehen wir mal in die nächste Kammer und knacken jetzt erstmal die Tür hier mit dem Dietrich. Muss ich mal überlegen, wie das nochmal war. Ich glaube, rütteln. Scheiße, nochmal. Rütteln. Ziehen, würde ich sagen. Und was noch? Ich glaube, kippen. Ja. Der Dietrich macht Tschunk. Das Schloss klickt und die Tür geht auf. Sie stecken den Dietrich mit einem zufriedenen Grinsen in die Tasche. Jo, gehen wir mal rein. Ein riesiger Edelstein an der Decke strahlt Licht aus auf eine Steinstatue einer Frau, die eine grüne Kristallhalskette trägt. Die Gestalt einer wunderschönen Frau. Halskette. So, jetzt müssen wir den Zauber, den wir von dieser kleinen Puppe gelernt haben. Und zwar den Bewegungsspruch, damit die Statue umkippt. Und wir an das Amulett rankommen. Sie zeichnen die Linien des Zaubers in die Luft. Die Magie umhüllt die Statue. Ein paar Sekunden passiert nichts, doch plötzlich wird die Gestalt erschüttert. Steinbeine, die niemals laufen sollten, reißen sie selbst aus. Die Statue kommt wirklich auf sie zu. Mit jedem Schritt fällt sie weiter auseinander. Sobald sie aus dem leuchtenden Feld heraus ist, bricht sie komplett zusammen. Die Kristallhalskette bleibt an ihrem Hals, aber außerhalb des tödlichen Feldes. Genau, wenn wir nicht da reingegangen wären, wäre ich nämlich gebrutzelt worden. Das habe ich oft genug vorhin gemerkt. So, sie schnappen sich die Kette, wollte ich gerade sagen. Jetzt müssen wir durch diese Handtür hier. Und zwar ist das so. Wir gucken wieder auf unser Papier. Und gucken nach dem Wort Aristagon. Da steht das Wort Todes. Ich schreibe es mal kurz auf. Todes. Das war der Kontinent, den wir vorhin gesehen haben. Und die Anfangsbuchstaben des Wortes Todes sind die Anfangsbuchstaben der Hände hier. Das heißt, der T ist das erste. Also, mal gucken, wo T ist hier. Taubenblau drücken wir zuerst. Dann O, wahrscheinlich Orange, ne? Orange, genau. Dann D, dunkelgrün vielleicht. Ist jedes Mal anders, ist Zufall. E, Eisgrau. Und S. Ja. Das Sienna-braune Hand, die Sienna-braune Hand lässt sich in die Wand drücken und springt wieder heraus. Sie hören ein leises Rumpeln, so als ob sich ein verstecktes Getriebe dreht. Langsam geht die Wand auf und bringt eine versteckte Kammer zum Vorschein. Sehr gut. Gehen wir rein. Für eine Schatzkammer ist dieser Raum erstaunlich karg. Das einzig hervorstechende Merkmal ist die Plattform in der Mitte. Sie steigen auf die große Plattform, um den Raum besser überblicken zu können. Ja. Sockel. Sockel ist sechseckig, hat einen flachen Abschluss. Oben befindet sich eine Rille, die wie ein Rahmen aussieht. Ja, guck mal, das sieht doch fast aus wie mein Amulett. Gucken wir mal rauf. Sie legen die Kristallkette auf den Sockel in die Mulde, die sich oben darauf befindet. Aus dem Sockel strömt Licht, das bald den ganzen Raum erleuchtet. Als sie wieder klar sehen können, fällt ihnen auf, dass der ganze Raum mit Münzen, Edelsteinen und alten Artefakten von unschätzbarem Wert angefüllt ist. Mhm. Schatz. Verschiedene Schätze sind im Raum verstreut. Das meiste davon ist nur Gold und Edelstein, aber manches davon sieht aus wie Satan-Artefakte, nach denen sie gesucht haben. Vielleicht dieser Globus da? Nehmen wir mal mit. Sie treten von der Plattform, nehmen sich den Kristallglobus und kehren wieder zu ihrem Platz zurück. Dies ist ein perfekter hohler Globus aus makellosem Kristall. Ohne Zweifel ist sein Wert schon wegen seiner ausgezeichneten Machart unschätzbar. Aber er ist auch ein Satan-Relikt. Genau das brauchten wir, glaube ich, nämlich. Das Handbuch nehmen wir auch noch mit. Technisches Handbuch, das lesen wir später. Und das Buch von Prian. Auf dem Rückweg rutschten sie auf ein paar auf dem Boden liegende Edelsteine aus. Sie fallen mit dem Kopf auf die harte Oberfläche der Plattform. Dadurch jaulen sie einmal unfreiwillig laut auf. Oh, ich Idiot. Das Jaulen hallt durch den gesamten Turm. Bevor sie wieder auf den Füßen stehen, kommt ein Wächter hineingesaust, der von Hugh selbst angeführt wird. Scheiße.
I like you. You're a thief after my own heart. Unfortunately, we can't suffer someone who's tried to steal from the Brotherhood to live. I'll try to make this as painless as possible. Er zieht einen langen Dolch heraus und kommt auf die Plattform zu. Wir ziehen schnell die Halskette raus und weg sind die Jungs. Sie schnappen sich die Schlüsselkristalle vom Sockel. Dadurch wird der Inhalt der Kammer wieder in den Raum zwischen den Realitäten befördert. Glücklicherweise betrifft das nicht die Person auf der Plattform mehr, uns zum Beispiel. Hugh und der Wächter haben aber das Pech, davon betroffen zu sein. Mit ungläubigen Gesichtern verschwinden sie langsam zusammen mit dem Schatz. Haha. 15 Punkte. Uff, ich glaube, das war es endlich jetzt. Sehr gut. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr. Erstmal hau ich ab hier, es ist mir zu gefährlich hier. Okay, dann pissen wir uns lieber vor diesem Scheißort. Mit dem Gassenjungen zusammen laufen sie zum Elfenschiff zurück. König Stevens Hauptmann zieht die Strickleiter ein, während sie hinaufklettern. Mit ein paar Handbewegungen schickt er seine Mannschaft an die Plätze und kurz darauf hebt das Schiff ab. Fliegt bestimmt zurück zum Schloss, wa? Ach nee, nach unten. Ja. Schade, dass ich den Dietrich und das Brecheisen verloren habe. Naja. Lächelnd klettern sie die Leiter hinunter und gehen in die Zwergenhöhlen. Von hier sehen sie dem Schiff hinterher, das in einem stürmischen Himmel abhebt. Dann sehen sie ihr Inventar durch und stellen fest, dass der Gassenjunge auch die Halskette mit den Schlüsselkristallen mitgenommen hat. Oh toll. Ich glaube, die war unnötig. So, gucke ich mir jetzt die Bücher an. Mal gucken. Oh, ich hasse Wälzer. Jedenfalls im Spiel hier. Prian. Wie lange ist das wieder? Das ist bestimmt später wichtig. Ich lese es mal kurz durch. Töne, warum ist vielleicht für Musik später? Prian, wir hoffen, dass der Leser schon einiges Vorwissen zu unserem Plan und den Motiven hat. Sollte das nicht der Fall sein, bieten wir hier eine Zusammenfassung der Geschehnisse aktuellen Vorgänge und der Zukunft an. In dem anhaltenden Streit zwischen den Satan und Petrins herrscht Unordnung. Der Mensch weiß nicht mehr, zu wem er beten soll. Ein paar in die Irre geführte haben sich auf die üblen Machenschaften der Petrins eingestellt. Wenn die Petrins dem Bündnis nicht misstrauten und nicht immer willkürlich handelten, hätten sie vielleicht schon längst gesiegt. Das Gleichgewicht der Mächte verändert sich jedoch. Und es muss etwas getan werden, bevor sich die Unterstützung von Millionen von Menschrassen als ausreichend erweist, um den Patrons die Herrschaft zu ermöglichen, nach der sie so verzweifelt streben. Der Plan wurde vom Ratsführer Samar formuliert. Obwohl er sehr kontrovers diskutiert wird, hat der doch große Erfolgsaussichten. Die Geschichte wird die Effizienz zeigen, aber dank Samars Einfluss im Rat scheint der Plan so gut wie beschlossen. Samars Plan nach soll die Welt in 5 Reiche aufgebrochen werden. 4 tragen die Prägung der Elemente, eins der Luft, eins des Feuers, eins des Steins und eins des Wassers. Und ein 5. wird die Überwachungsstation des Satan und Besserungsanstalt für die Patrons sein. Das ist bestimmt das Labyrinth. Das Gefängnis wird Labyrinth genannt, genau. Und wehe danach, die dorthin kommen. Nach all dem müssen wir Sorge tragen, dass der Plan makellos ist. Die erfolgreiche Zuteilung der neuen Reiche wird von unseren Fähigkeiten abhängen, die Angelegenheit des Menschen zu regeln. Jahrtausende des Kriegs, der Brutalität und der Rassenintoleranz haben sie eigensinnig und unberechenbar gemacht. Aber alle früheren Versuche einer direkten Intervention haben die Situation nur noch verschlimmert. Es scheint offensichtlich, dass sie nicht zum Frieden gezwungen werden können. Sie müssen ihre Probleme ohne Einmischung von außen friedlich lösen. Deswegen müssen wir uns vorübergehend von ihren Angelegenheiten distanzieren. Obwohl wir bei unserer Behauptung bleiben, dass die Herausforderungen einer neuen Umgebung ihre Fehler der Vergangenheit zu Bewusstsein bringen werden. Jedes der 4 Reiche wird selbst bestimmen, wann die 3 Rassen der Mensch, Elfen, Zwerge und Mensch Harmonie erreicht haben. Wenn das passiert, werden sich der Satan zeigen, um den Menschen in eine noch bessere Zukunft zu führen. Denn dann werden wir in die letzte Phase des Plans eintreten, die Verbindung der 4 Reiche durch das Tor des Todes. Diese Kupplung ist für die volle Funktion des Plans wichtig, da die Reiche sich weder selbst unterhalten noch selbst bestimmen können.
Wenn die vierfache Vereinigung der Menschenreiche durchgeführt worden ist, wird der hohe Rat des Satan wieder an den Vortex eintreten und der Zauber des Bruches wird zur Vollendung kommen. Siehe Intro. Kommen wir nun zu einer Analyse der vier elementaren Reiche, dem Reich des Feuers, hier auch bekannt als Prian. So wie unsere eigene Welt wird Prian an den Polen kugelförmig sein. Es wird jedoch hohl sein, das Äußere aus unbeweglichen Steinen bestehen, während das Innere eine sauerstoffreiche Atmosphäre, nutzbaren Boden, dichte Wälder und friedliche Ozeane haben wird. Statt an der äußeren Oberfläche zu leben, wird Prians Mensch an der inneren Krümmung leben. Weiterhin werden vier massive Sonnen in der Mitte des Hohlraums sein, um Licht und Wärme zu spenden. Diese Sonnen werden niemals auf- oder untergehen, es wird keine normalen Zyklen geben, aber wir sind sicher, dass der Mensch sich im Laufe der Zeit an diese neuen Bedingungen anpassen wird. Nachdem Prian fertig ist, werden wir eine neue Struktur errichten, die Zitadelle, die Energie durch das Tor des Todes in die anderen Reiche schleusen wird. Prians vier Sonnen sollen die Quellen dieser Energie sein. Die Zitadelle wird genügend Platz für alle drei Menschenrassen bieten. Darüber hinaus wird die Zitadelle als Prians Testvereinigungsort dienen. Alle drei Rassen werden einen Talisman erhalten, der ihre neue Rolle in der Gesellschaft repräsentieren wird. Wenn sich Vertreter der Elfen, Zwerge und Menschen an der Zitadelle treffen und die Talismane auf die Tür legen, wird sich die Zitadelle öffnen. Der Mensch wird mit einem glanzvollen Ort zum Leben bewohnt, unter der Anleitung und Herrschaft der Satan, die sie da begrüßen werden. Die Öffnung der Zitadelle wird eine Rasse von Lebewesen heranholen, die als Titans bekannt sind und die Zitadelle betreiben und ihr dienen sollen. Sie werden nicht nur durch ihre Größe und Stärke die Unwillen ihre Aufgaben meistern, sondern mit ihren magischen Fähigkeiten werden sie sich und die Zitadelle auch vor Gefahren schützen können. Um dennoch sicher zu gehen, dass die Titans ihre Überlegenheit nicht für andere Zwecke einsetzen, haben wir eine Methode entwickelt, um die mögliche Gefahr, die sie für Menschen und die Satans zugleich darstellen können, abzuwenden. Erstens haben sie keine Augen, zweitens haben wir ansonsten normales Gehör auf eine Reihe von Tönen sensibilisiert, eine Folge von gebrochenen Tönen, die sonst nie so auftreten. Wenn diese Tonreihe aktiviert wird und solange sie anhält, werden die Titans unbeweglich gemacht, die Töne folgen. Okay, können wir total gut lesen. Von diesen Tönen verzaubert können die Titans in ihrem Verhalten verändert oder sie können auch durch Zaubersprüche beeinflusst werden. Mit den Sprüchen können die Satanen die unterjochten, die von Geburt an geprägt sind. Geburtsprägungen führen zu Selbstverteidigung und aufgabenorientierten Betrieb der Zitadelle, nebst einem bestimmten Befehl, der die Titans in die Zitadelle führt, wenn die Vereinigung der Mensch-Talismane erfolgt. Leider werden die Titans auch die innere Krümmung von Prian bewohnen, bis sie herangeholt werden, aber sie werden so weit ab von Prians Zentrum leben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung oder gegenseitigen Beeinflussung mit dem Mensch zu klein ist. Die Verheimlichung ist mehr Symbole des Mensch als der Titans gedacht. Im Angesicht einer solchen Bedrohung könnte der Mensch schnell zu einem Angriff übergehen und ein Angriff auf die Titans oder etwas unter ihrer Obhut würde nur zu Selbstverteidigungspotenzial zum Vorschein bringen und in der Verstümmelung oder dem Tod des Mensch enden. Okay. Hab ich jetzt noch einen Spruch gelernt? Nein. Das andere Buch gucke ich mir erstmal später an, jetzt nicht mal in diesem Video. So, mir fehlen immer noch Ohren, ne? Eins. Was kann man jetzt machen? Ich geh erstmal zurück. Sag mal, du brauchst doch bestimmt ein Rohr oder sowas, ne? Ich geb dir jetzt mal den Kästenhalter. Why would you think I have any interest in that? Nicht? Na, als Rohr oder so, als Sprachrohr, ne? Kann ich das reparieren jetzt schon? Mir fehlt noch ein Stück. Oder? Ich denke, das muss in die Mitte. Fehlt mir jetzt noch eins immer noch? Ich weiß es nicht. Na, muss ich mir das mal angucken. Mir fehlt doch noch eins bestimmt, oder? 1, 2, 3, 4. Na gut, das teste ich beim nächsten Mal und dann lese ich auch das andere Buch vor. Also bis dann.